Heute habe ich was richtig Cooles mitgebracht, und zwar habe ich mich in der letzten Woche eingesperrt und mal analysiert, wie unser Weg eigentlich zu über 1,5 Millionen Euro Umsatz über LinkedIn konkret aussah. Und das Verrückte ist, dass wir dabei 5 Phasen durchlaufen sind und jeweils mehrere Wochen und Monate umgesetzt haben, die ultimativ zu diesem Ergebnis geführt haben. Und ich liefere dir heute die Abkürzung, denn ich werde dir ganz genau zeigen, wie diese 5 Phasen ausgesehen haben. Und das Beste daran ist, dass am Ende wirklich eine Maschine eigentlich entstanden ist, die mit 2 Stunden pro Woche betrieben werden kann und wirklich systematisch jede Woche zu 5 bis 10 Anfragen führt. Und das ist halt das Coole daran, dass man wirklich nicht mehr mit manueller Arbeit oder mit Direktnachrichten irgendwie unterwegs sein muss, sondern wirklich einen systematischen Prozess hat, der unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert. Und egal, ob du ganz am Anfang auf LinkedIn stehst und wirklich noch nicht weißt, wie du diese Plattform sozusagen für dich eroberst oder angehst, dann ist dieses Training perfekt für dich. Als auch, wenn du mit Social Selling schon gestartet bist, dann ist dieses Training wirklich nochmal perfekter für dich, weil es dir wirklich den nächsten Schritt zeigt, den du jetzt gehen kannst, welche Chance du eigentlich hast, dich auf der Plattform weiterzuentwickeln mit den 5 Phasen, die ich dir heute vorstellen werde. Und ich würde sagen, dass ich dich gar nicht lange auf die Folter spanne, sondern wir direkt in das Training reinspringen. Wie sieht die aktuelle Situation auf LinkedIn aus? Ich glaube, ganz, ganz viele haben das Potenzial von LinkedIn als Akquisekanal für sich mittlerweile erkannt und überlegen aktuell, wie die richtige Strategie für ihr Unternehmen auf LinkedIn aussehen kann. Wie soll der Content aussehen? Wie sollen die Profile aussehen? Wie sehen auch die Prozesse aus? Wer übernimmt welche Verantwortlichkeiten auch im Team? Viele haben auch schon das sozusagen umgesetzt und die ersten Schritte gemacht, haben ihr LinkedIn-Profil optimiert und haben sich vielleicht auch schon mit ihrer Zielgruppe vernetzt. Zahlreiche Leute sehe ich mittlerweile auf der Plattform, die sogar regelmäßig Content veröffentlichen und dadurch sichtbar für ihre Zielgruppe werden und bestenfalls natürlich darüber die ersten Anfragen und Kunden gewonnen haben. Und durch Direktnachrichten habe ich zahlreiche Testimonials von Kundinnen und Kunden bekommen, die wirklich den Prozess beschleunigt haben und wirklich dadurch einen systematischen Prozess für sich aufgebaut haben, um über die Plattform wirklich Kunden zu gewinnen. Und das freut mich wirklich extrem zu sehen. Vor über 2 Jahren sind wir eigentlich mit der Mission mit Social Selling gestartet, haben bis heute, glaube ich, über 1500 Menschen alleine in unserem Social Selling Accelerator ausgebildet in diesem Thema. Und es freut mich einfach zu sehen, dass viele Leute so die ersten Ergebnisse damit erreicht haben, super gutes Fundament gebaut haben. Und wenn wir sozusagen das als Prämisse nehmen, entweder du willst gerade starten auf der Plattform mit der richtigen Strategie oder du bist schon super gut mit Social Selling unterwegs, dann möchte ich dir heute in diesem Training zeigen, was die nächste Evolutionsstufe ist, was der nächste Schritt für dich ist, um am Ende damit zu starten. Und wenn du komplett von vorne loslegst, umso besser für dich, dann hast du wirklich das Gesamtkonzept, die Roadmap, um wirklich über die Plattform erfolgreich Anfragen, Kunden zu bekommen und zu skalieren. Denn eine Sache durfte ich entlang des Weges beobachten, so gut Social Selling auch funktioniert, gibt es ein paar Probleme entlang des Weges unternehmerisch, die ich hier in diesem Thema bzw. in diesem Training adressieren will. Denn es gibt 4 unternehmerische Probleme aus meiner Sicht, keine inhaltlichen Probleme, sondern das erste Problem ist, Social Selling benötigt Zeit. Und jeder, der in das Thema eingestiegen ist, weiß, dass man Zeit für den Content braucht, man braucht Zeit für den Netzwerkaufbau und man braucht auch bestenfalls Zeit natürlich, um die Leute in Termine zu bekommen und am Ende daraus Kunden zu machen. Problem Nummer 2 ist, keiner hat so wirklich Lust auf die Direktnachrichten. Direktnachrichten sind am Ende auch mit Content zusammen Dreh- und Angelpunkt, um die Leute wirklich systematisch in Termine zu bekommen. Und wir haben immer wieder Leute, die wirklich Social Selling erfolgreich umgesetzt haben und irgendwann gesagt haben, Robert, liefer mir eine Lösung ohne Direktnachrichten. Ich habe keine Lust mehr, da irgendwie drumherum zu turnen. Problem Nummer 3 ist, dass deine Reichweite ein Stück weit korreliert mit, wie groß dein Netzwerk ist. Das bedeutet, es ist unglaublich schwierig, darüber hinaus Leute zu erreichen. Das kriegt man immer wieder mal hin mit einem Post hier oder da, aber man würde sich natürlich wünschen, was weiß ich, du kommst von 1 auf 2, aber mit Social Selling wird es unglaublich schwierig von 1 auf 10. Mal konkret gesprochen, wenn du von, was weiß ich, 20.000 Euro auf 200.000 Euro wachsen willst mit deinem Unternehmen, über mehrere Jahre auch oder vielleicht auch über mehrere Monate, dann wird es über Social Selling unglaublich schwierig, weil da kommen wir zu Problem Nummer 4. Social Selling ist nur skalierbar über die Anzahl der Mitarbeiter. Das bedeutet, du könntest 5 Mitarbeiter hinsetzen, die alle Social Selling auf LinkedIn betreiben. Die Fälle gibt es auch. Dort haben wir Firmen und Teams auch mittlerweile ausgebildet, wo das super gut funktioniert hat. Aber da war natürlich die Frage, gibt es eine smartere Lösung? Gibt es irgendeine Lösung, wo man nicht zig Mitarbeiter einstellen muss, um weiter zu wachsen, sondern gibt es vielleicht einen Weg, um darüber hinaus zu wachsen, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter? Und das Gute ist, das werde ich dir heute genau zeigen. Ich werde dir zeigen,
wie du den nächsten Schritt auf LinkedIn gehst, ja, um darüber Anfragen und Kunden zu gewinnen, ohne dich jeden Tag bei LinkedIn einloggen zu müssen oder ohne jemals wieder eine Direktnachricht verschicken zu müssen. Hört sich das gut an? Wenn ja, dann schau das Training unbedingt bis zum Ende, weil es tatsächlich diese unternehmerischen Probleme ein Stück weit adressiert. Das bedeutet, wie kriegen wir die Ergebnisse von Social Selling hin, sichtbar zu sein für die Zielgruppe, wirklich Termine zu bekommen mit potenziellen Interessenten, Leads zu bekommen, Anfragen zu bekommen und systematisch Kunden zu beginnen, ohne super viel Zeit investieren zu müssen und ohne Direktnachrichten verschicken zu müssen. Darauf basiert dieses System und wir haben den nächsten Schritt Social Scaling getauft und er funktioniert folgendermaßen. Und zwar gliedert sich das Ganze in 5 Phasen, die man nach und nach umsetzen muss. Und ich werde kurz dieses Diagramm hier erklären. Ich habe die kleinen Tierchen mitgebracht, weil ich dachte, es ist einfach, sich zu merken, in welcher Phase man gerade ist. Ordne dich gerne auch am Ende selbst ein, wo du gerade stehst. Und zwar siehst du auf der linken Achse die Profitabilität. Das bedeutet, mit jeder weiteren Phase wird dein Unternehmen immer profitabler, wenn du es richtig anstellst. Gleichzeitig siehst du unten Prozent der Zeit, die du am Unternehmen arbeitest, statt im Unternehmen. Das bedeutet, wir versuchen auch durch dieses Phasenmodell, dich immer weiter aus dem Unternehmen rauszuziehen und immer mehr an der Maschine sozusagen am System zu arbeiten und rauszukommen. Und die erste Phase ist unglaublich wichtig und die fehlt heute in der Diskussion von Social Selling komplett, und zwar der Product Market Fit für dein skalierbares Angebot. Das bedeutet, wir brauchen wirklich ein kristallklares Angebot, nicht 2, nicht 3, nicht 4, sondern wir brauchen eine klare Zielgruppe. Wir brauchen ein Problem, was deine Zielgruppe bestenfalls wirklich schlaflose Nächte bereitet. Wir brauchen ein klares gewünschtes Ergebnis und ein Angebot, wie du sie da hinbringst. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel im Markt Recruiting. Na, Zielgruppe sind in dem Fall, was weiß ich, Maschinenbauer. Die haben das Problem, Ingenieure zu finden. Sie möchten so schnell wie möglich als Ergebnis gute qualifizierte Bewerbungen von Ingenieuren haben. Und dein Angebot könnte sein als Agentur, ich helfe dir im Recruiting sozusagen diese Ingenieure für Maschinenbauer zu finden. Perfektes skalierbares Angebot. Wir finden die Maschinenbauer auf LinkedIn, wir finden die Ingenieure auf LinkedIn. Es ist ein klares Problem, weil, was weiß ich, das Maschinenbauunternehmen keine Ingenieure aktuell funktioniert und du kannst mit deinem Angebot als Agentur oder vielleicht als Berater das genau liefern. Und das etwas im Radius von 0-4 Wochen, wo wir entweder dieses Angebot schärfen, weil du das vielleicht schon hast, aber noch nicht ganz sicher bist, welches es ist und wir drauf gucken können, das Angebot eignet sich für LinkedIn und das nicht. Oder wir entwickeln das komplett neu. Ziel ist es auf jeden Fall von Phase 1, dass wir wirklich so die ersten 5 zahlenden Kunden auch über LinkedIn gewinnen. Und das kann man eigentlich so ein bisschen Product Platform Fit nennen. Das bedeutet, kriegen wir dein Angebot auch über die Plattform LinkedIn verkauft. Und gleichzeitig ist der Beweis, dass dein Angebot wirklich skalierbar ist. Wenn wir dann 5 Maschinenbauer gefunden haben, die 5-mal das gleiche Angebot bei dir buchen, perfekt, dann bist du bereit für Schritt Nummer 2. Und Phase Nummer 2 ist jetzt für alle, die schon mit Social Selling gestartet sind auf LinkedIn, eigentlich perfekt oder vielleicht Veteran sogar sind, ist Phase 2 wirklich 5 Termine pro Woche durch Social Selling hinzubekommen. Und wirklich, unsere Kunden kriegen das ohne Probleme hin, 5-10 Termine mittlerweile sogar über diese Plattform zu vereinbaren, in wirklich gefühlt den tiefsten Nischen auch wirklich. Und das ist halt cool zu sehen. Das bedeutet, wir zielen darauf, wirklich die richtige Content-Strategie zu entwickeln für dich, die richtige Nachrichtensequenz, irgendwie eine sympathische Nachrichtensequenz zu entwickeln, dass du wirklich diese Termine bekommst. Wie tun wir das? Am Ende mit unserer Golden Eye Strategie, über die du vielleicht schon mal gestolpert bist, aus einem Mix von Social Content, also persönlichen Inhalten, fachlichen Inhalten und konvertierenden Nachrichten. Ziel ist es wirklich, in 4-8 Wochen den Beweis anzutreten, dass deine Zielgruppe, dass du sie erreichst und dass du sie wirklich systematisch in Termine über die Plattform bekommst. Ziel von Phase 2 ist es wirklich, mindestens 5 Termine pro Woche über LinkedIn hinzubekommen und bestenfalls natürlich Abschlüsse. Ich gehe davon aus, wenn jemand vor dir sitzt, dann kriegst du den sozusagen als Kunden gewonnen. Als stabiler Vertriebsprozess, ne? Weil das am Ende ist Social Selling, nichts anderes. Ne? Es ist am Ende bestenfalls ein stabiler Vertriebsprozess, auf den du immer wieder zurückfallen kannst. Das bedeutet, wenn irgendwie, was weiß ich, die Werbeanzeigen später oder so mal nicht laufen, kannst du immer auf Social Selling zurückfallen und weißt, dass es am Ende funktioniert.
Und das führt uns schon zu Phase 3. Das bedeutet, mit diesen zwei Phasen hast du wirklich das Fundament gebaut und das ist das Coole für alle Leute, die mit Social Selling schon unterwegs sind oder wenn du gerade startest, dass du jetzt direkt diese zwei Phasen umsetzen kannst innerhalb von wirklich 8 Wochen und wir dann einsteigen sozusagen in den nächsten Schritt. Und das ist das sogenannte Case Study Training, weil eine Sache ist uns aufgefallen, dass wir durch LinkedIn Content Aufmerksamkeit bekommen bei der Zielgruppe. Und es immer wieder auch Posts gibt, die zu Anfragen führen, aber dass es total abhängig ist von dem Post, ob er konvertiert oder nicht. Das bedeutet, man muss immer wieder sogenannten Conversion-Content auch schreiben, damit man Anfragen bekommt. Gleichzeitig haben wir uns überlegt, wie kann man das noch ein bisschen smarter machen? Wie kann man das noch verlässlicher machen? Und wie kriegen wir es auch hin, die Leute wirklich über unser Angebot ein Stück weit auszubilden und zu konvertieren? Und wir sind darauf gekommen, ein sogenanntes Case-Study-Training zu entwickeln. Also wirklich ein kurzes Training, um die 15 bis 30 Minuten, weil es die beste Möglichkeit ist, deiner Zielgruppe zu helfen und gleichzeitig dein Angebot vorzustellen. Es ist keine lange Präsentation, tausende Folien, sondern wirklich ein knackiges Impulstraining, wo du deine beste Case Study vorstellst. Also das bedeutet, wie die Zusammenarbeit mit dir aussieht. Weil am Ende, kurze Erinnerung, das beste Marketing, was du eigentlich haben kannst der Welt, ist, dass Kunden für dich sprechen und sagen, was sie in der Zusammenarbeit mit dir alles erlebt haben bzw. erreicht haben. Das bedeutet, das ultimative Ziel ist eigentlich, dass Kundengefühl für dich sprechen. Und das kriegen wir durch so ein Training natürlich perfekt hin. Inklusive natürlich einer Vorstellung des Angebots, sodass direktes Kaufinteresse geweckt wird. Und das ist halt das Coole, dass wir dann relativ warme Anfragen bekommen von Leuten, die schon verstanden haben, was du inhaltlich tust. Und wenn die dann eine Anfrage stellen, sind das natürlich Leute, die Interesse an der Zusammenarbeit mit dir haben. Das Case Study Training halten wir dann, wenn wir es entwickelt haben. Und da gibt es natürlich Nuancen, wie man das richtig aufbaut, wie der Pitch aussieht. Halten wir mindestens einmal live vor 25 Leuten aus deinem Netzwerk über LinkedIn. Können Verwandte sein, können Tanten sein, bestenfalls natürlich aus deiner Zielgruppe, um den sogenannten Skalierungstest durchzuführen. Das bedeutet, wir wollen ja gucken, ob dieses Training auch konvertiert. Was heißt das jetzt konkret? Du hältst das Ding vor 25 Leuten live, mindestens einmal, und guckst am Ende einfach, wie viele Anfragen hast du bekommen? Hast du 5 Anfragen bekommen? Hast du 10 Anfragen bekommen? Dann absolute Champions League, ne? Wenn du wirklich so 2 bis 5 Anfragen bekommen hast bei 25 Leuten, ist das perfekt. Wenn du gar keine Anfrage erhalten hast, dann weißt du, du musst nochmal ran. Ne? Du musst das Ding nochmal live halten mit einem anderen Pitch, vielleicht mit einer anderen Case Study. Und das ist auch etwas, wo wir so ein paar Iterationsschleifen immer mit unseren Kunden machen, dass es diesen Skalierungstest sozusagen besteht. Und ich erkläre dir auch gleich, warum das so essentiell ist, weil wir am Ende kein Risiko haben wollen, wenn wir Werbeanzeigen schalten. Und das führt uns zu Phase 4. Und Phase 4 ist jetzt eigentlich, dass wir dieses Case Study Training nehmen, was wir jetzt einmal live gehalten haben und wirklich diesen Skalierungstest bestenfalls sozusagen hinbekommen haben und bauen sogenannten Case Study Funnel. Was heißt das jetzt? Ganz simpel. Wir nehmen die Aufzeichnung vom Case Study Training und promoten die Aufzeichnung über unseren LinkedIn-Content. Das bedeutet, über unseren organischen Content auf LinkedIn, umso mehr Reichweite du da hast durch deine Social Selling-Aktivitäten, desto besser. Lässt die Leute sich registrieren für die Aufzeichnung, die gucken sich das an. Das Ding hat den Skalierungstest bestanden und führt zu 1 bis 2 Anfragen pro Woche. Und das Coole ist, dass wirklich mit Phase 4 du die ersten wöchentlichen Anfragen bekommst, unabhängig von deiner Zeit und unabhängig von Direktnachrichten. Und das sind auch richtig coole Anfragen. Das bedeutet, es können am Anfang wirklich auch 1 bis 2 Anfragen pro Woche sein. Aber das Coole daran ist, dass die Leute halt schon super warm sind. Die haben dein Training gesehen, die haben schon das Angebot ein Stück weit verstanden, haben sich dann bei dir gemeldet, die haben sich ein Stück weit so beworben bei dir, um mehr über eine Zusammenarbeit zu erfahren. Und das bedeutet, da hast du häufig dann 5 Gespräche und 4 Abschlüsse. Und das ist natürlich das Coolste, was wir irgendwie hinbekommen wollen. Und das ist etwas, was man tatsächlich so in Woche 12 bis 16 umsetzt. Das bedeutet so 3 bis 4 Monate, da ist man dann unterwegs, das zu perfektionieren, wenn man wirklich komplett von Null anfängt. Das muss ich auch am Ende direkt sagen. Jetzt kommt Phase 5. Und das ist wirklich, wenn man diese ganzen Schritte sauber, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 umgesetzt hat, etwas, was so nach dem 4. Monat relevant wird, wenn man hier unserer absoluten Abkürzung eigentlich folgt. Denn das Coole ist, sobald wir jetzt Werbeanzeigen schalten, hast du kein Risiko mehr durch den Skalierungstest, den du mit dem Training gemacht hast. Und das ist der größte Fehler, den die Leute machen, dass sie Werbeanzeigen schalten auf eine Landingpage, auf eine Homepage oder auf ein Training, was gar nicht konvertiert. Also wie häufig habe ich schon
Webseiten gesehen oder Landingpages gesehen, wo man Werbeanzeigen drauf geschaltet hat und 3.000 Euro später gemerkt hat, das Ding konvertiert gar nicht kalt. Und das verhindern wir genau durch dieses Case-Study-Training, was wir getestet haben. Das bedeutet als Beispiel, wir schmeißen 500 Euro bestenfalls in Werbeanzeigen rein, kriegen dadurch 33 Registrierungen, so 15 Euro ist am Ende immer ein ganz guter Wert. 15 Ansichten pro Woche und das führt bestenfalls zu 2 Anfragen und vielleicht einem Abschluss pro Woche. Und das kannst du dir natürlich ausrechnen, immer abhängig davon, wie teuer dein Angebot auch ist. Aber wenn du 500 zu 9.000 Euro rechnest, ist das natürlich ein gigantischer ROAS. Wenn jetzt ein Angebot zum Beispiel 2.000 oder 3.000 Euro kostet, ist das immer noch verdammt gut. Und das braucht natürlich ein paar Iterationsschleifen, bis man dahin kommt. Das zeigt aber die Power davon, weil man am Ende dann über sein Budget skalieren kann. Das bedeutet, du kannst dann auch 1.500 Euro pro Woche ausgeben, kriegst dann 100 Registrierungen, 50 Ansichten und bestenfalls 4 oder mehr Anfragen. Und da werden vielleicht sogar 2 oder 3 Abschlüsse draus. Und da fängt es natürlich an, richtig Spaß zu machen. Was bedeutet das, beziehungsweise was kannst du erreichen, wenn du Social Scaling nach genau diesen 5 Phasen umsetzt? Das erste ist, dass du natürlich maximale Reichweite in deiner Zielgruppe bekommst. Ich glaube, meine Ansichten auf LinkedIn in den letzten 365 Tagen waren über 2,2 Millionen Ansichten. Das muss man wirklich sich vor Augen führen. Das sind verdammt viele Menschen und auch wirklich Geschäftsführer, Gründer, Founder, selbstständige Agenturinhaber oder Agenturinhaber per se. Alle sozusagen kommen über meinen Content. Zweite coole Sache ist, dass wenn du den Content so machst, wie wir ihn teachen, kann es wirklich zu den ersten Anfragen führen. Hier, wie in dem Fall von Marina, die mir geschrieben hat, du wirst mir wärmstens empfohlen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns zeitnah dazu austauschen können. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Wir lasten heute wirklich komplett über LinkedIn, lass dich mein Team aus. Also das bedeutet, alle unsere Termine und Anfragen kriegen wir heute über LinkedIn, was extrem cool ist. Und ultimativ hat es dazu geführt, dass wir wirklich in den letzten 12 Monaten über 500 Anfragen genau über diesen Social Scaling Prozess hinbekommen haben. Und in den letzten 12 Monaten wirklich unseren Umsatz mehr als verdoppelt haben durch genau diesen Prozess, den wir gemacht haben. Das Coole ist, wenn alles steht, wenn wirklich dieser Case Study Funnel steht, aufgesetzt ist, ja, dein Training konvertiert und wir Werbeanzeigen schalten, kannst du das Ding tatsächlich einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter übergeben. Ich habe es wirklich jetzt so gemacht, dass ich es Malte aus meinem Team übergeben habe, gesagt habe, hey, kümmere dich sozusagen um unseren Case Study Funnel, das musst du jede Woche tun und fertig. Und das ist natürlich der absolute Traum eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, dass man wirklich mit diesem Akquiseprozess nichts mehr zu tun hat. Und das Coole ist, dass es funktioniert. Und gleichzeitig brauchen wir keine gigantische Content-Schlacht. Also das bedeutet auch für Content, hast du vielleicht sicherlich bei uns schon gesehen, haben wir ein Content-System entwickelt, wo man das wirklich mit irgendwie 2 Stunden pro Woche fertig macht, wenn ich sogar, was weiß ich, im halben Tag für einen Monat seinen kompletten Content vorplanen kann. Auch das kostet nicht viel Zeit. Das Coole ist, dass du natürlich Inbound-Anfragen bekommst, warme, sodass du kein gigantisches Sales-Team irgendwie aufbauen musst, was stundenlang irgendwie raustelefoniert und sich die Zähne kaputt beißt und du bist die Direktnachrichten endlich los. Wenn du darüber nachdenkst, wirklich diesen nächsten Schritt auf LinkedIn zu gehen und noch Fragen zu Social Scaling jetzt hast und zu diesen 5 Phasen, dann lass uns gerne sprechen. Wir sprechen wirklich 30 Minuten am Telefon, entwickeln einen konkreten Fahrplan für dich, für LinkedIn zur Umsetzung von Social Scaling. Das bedeutet, der nächste Schritt für dich ist das Konzeptgespräch mit uns und da gucken wir uns wirklich ganz genau an, wo stehst du eigentlich auf LinkedIn, ne? Wie sieht dein Profil aus? Wie sieht dein Content aus? Wie sehen die Nachrichten aus? Wie viel hast du schon bei Social Selling sozusagen umgesetzt? Wenn du wirklich komplett bei Null stehst, ist das auch gar kein Problem. Dann kannst du wirklich mit diesem Social Scaling Modell die absolute Abkürzung nehmen, ne? Wir werden uns natürlich auch angucken, welche Bausteine du schon erfolgreich umgesetzt hast, ne? Das bedeutet, wenn du schon ein skalierbares Angebot hast, perfekt. Wenn du schon mal ein Webinar gehalten hast, perfekt. Wenn du schon mal Ads auf anderen Plattformen gehalten hast, perfekt. Wenn du schon absoluter Meister in Social Selling bist, perfekt. Umso schneller können wir ja wirklich Social Scaling komplett mit dir umsetzen und diese Maschine am Ende hinstellen, die dir die gleichen Ergebnisse liefert, ohne deine Zeit und ohne Direktnachrichten. Wir prüfen natürlich, ob Social Scaling für dein Angebot oder deine Branche funktioniert, wie eine individuelle Strategie und Fahrplan aussehen kann, wirklich wie diese Roadmap von 0 bis 16 Wochen am Ende aussehen kann und darüber hinaus wie dich. Und natürlich werden wir dir verraten, wie schnell du die ersten Ergebnisse, Anfragen, Leads und Kunden durch Social Scaling in deinem Bereich erwarten kannst. Wenn alles passt in dem Telefonat, in dem Konzeptgespräch, stellen wir dir natürlich gerne unser Angebot vor, wie wir dir helfen können und wie die Zusammenarbeit aussieht. Das Einzige, was du jetzt tun musst, ist, dich für das Konzeptgespräch zu bewerben. Wir prüfen wirklich bei der Anfrage, können wir dir helfen, ja oder nein.
Wenn alles passt, dann kriegst du dieses Konzeptgespräch, dann führen wir das wirklich super ausführlich mit dir durch, schauen wie gesagt uns alles an, wo du gerade auf LinkedIn stehst und das Einzige, was du tun musst, ist hier auf den Button unter diesem Video zu klicken, deine Anfrage zu stellen und dann freue ich mich mit dir in den nächsten Tagen bestenfalls oder vielleicht heute oder morgen schon zu sprechen und zu schauen, wie wir Social Scaling für dich gemeinsam umsetzen können. Ich hoffe, dass du ordentlich was aus dem Training mitnehmen konntest und wenn du jetzt schon die einzelnen Bausteine pro Phase sozusagen sortierst und schaust, was du eigentlich von dem Modell schon erfolgreich umgesetzt hast, ist es eigentlich das Beste, was du tun kannst. Denn tatsächlich, die meisten unserer Kundinnen und Kunden, die mit einer Zusammenarbeit mit uns starten, haben viele Bausteine dieser 5 Phasen schon. Ihnen fehlt eigentlich nur der klare Fahrplan und die richtigen Tools, um es dann so schnell wie möglich erfolgreich umzusetzen. Und das bedeutet, wenn du wirklich ernsthaftes Interesse hast, über diese Plattform systematisch sichtbar für deine Zielgruppe zu werden, Anfragen zu erhalten und darüber profitabel zu skalieren, dann lass uns gerne sprechen. Das Ganze tun wir, wie gesagt, in diesem Konzeptgespräch, wo wir uns wirklich ausführlich Zeit nehmen und schauen, wo du gerade stehst, wo du hin willst. Und wie gesagt, es funktioniert, wenn du ganz am Anfang stehst und so, ich weiß, ich muss was auf LinkedIn machen, aber mir fehlt noch der konkrete Plan, dann ist dieses Konzeptgespräch perfekt für dich. Oder du bist, wie gesagt, schon mit Social Selling unterwegs, postet regelmäßig, kriegst vielleicht sogar die ersten Anfragen, hast vielleicht die ersten Kunden gewonnen, perfekt. Wenn du das Ganze wirklich dann ein Stück weit automatisieren willst und das Ganze wirklich unabhängig von deiner Zeit aufbauen willst, keine Lust mehr hast auf Direktnachrichten, dann ist Social Scaling auch perfekt für dich. Und insofern, wenn du Lust hast und dann dir vorstellen kannst, das Ganze umzusetzen, gemeinsam mit uns umzusetzen, dann buch dir jetzt das Konzeptgespräch. Dort erklären wir dir alles Weitere und bringen gerne auch alle Fragen, die du zu Social Scaling hast, mit. Alles, was irgendwie in deinem Kopf rumschwirrt, genau dafür ist dieses Konzeptgespräch da. Und wenn dann alles passt, zeigen wir dir auch ganz genau, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann, wie wir dir helfen, wirklich so schnell wie möglich innerhalb von wenigen Wochen dieses Modell hier umzusetzen. Weil ich muss wirklich gestehen, es ist die absolute Abkürzung. Wir haben über 1,5 Jahre dafür gebraucht, diese 5 Phasen umzusetzen und ich gehe wirklich davon aus und es ist schon mittlerweile so, dass die ersten Kundinnen und Kunden in wenigen Wochen das umsetzen, was wir in mehreren Monaten umgesetzt haben. Und das ist extrem cool zu sehen. Und wenn sich das wirklich nach dir anhört, dass du diesen systematischen Akquiseprozess haben willst für LinkedIn, dann lass uns sprechen. Klick auf den Button hier unter diesem Training und dann freue ich mich, mit dir persönlich ins Gespräch zu kommen.